Bei mir sind zwei Typen letztens lang gelaufen und haben lecker zu mir gesagt, das ist definitiv kein Mörsbrot. Das war merkwürdig. Ach, du warst das? Ich kenne die Stimme. So, gleiches Prozedere. Nein, nein, das mache ich nicht. Karte. Karte. So. Eins, zwei, eins. Du weißt doch eh nicht, wo du rauskommst. Doch, ja, aber man könnte es ja probieren. Ich probiere es. Und den Stern komme ich eh nicht mehr. B-Item. Dann komme ich ja an diese Röhre da. Da sind nämlich fünf Mirakelfelder hintereinander. Ach was. Und ich habe noch einen Mini-Pilz. Das heißt, dann könnte ich mehrere Mirakelfelder hintereinander aufsehen. Das würde alles durcheinander bringen. Na, komm nach oben. Wie kommt man halt nach oben? Nach oben. Ich war aber auch gar nicht. Nach oben. Nach oben. Jetzt Wasser. Nach oben. Jetzt Wasser. Nach Wasser. Ich trinke den. Yes. Oh, Wasser. Yes. Und ich kann sogar das Minispiel noch machen. Hier, guck mal, die Melonen. Melonen. Ach, schade, ich komm. Bowsers Kristall? Den nehme ich. Wähle eine Melone und hol dir das Item darin. Aber nicht die, aber die Wassermelonen stehen nicht still. Halte also die Augen offen. Ja. Oh, ich bin nicht gut im Leben. Hä? Hä? Was heißt, die Wassermelonen stehen nicht still? Ich dachte, das ist jetzt ein Hütchenspiel. Mhm. Was für, was für ein Quatsch. Yes! Das ist doch voll geil. Arsch. Geil. Schau dir den Blöden das ist natürlich noch... Ey. So, jetzt nochmal alle Sterne zu mir und dann... Ja, Donkey Kong gewinnt, weil er jetzt den Geist beschwören darf. Die Sache geritzt. Toll. Also, ich habe genau gesehen, wie sich die Melonen bewegt haben. Wessen? Das war lecker. Summe für das Schicksal umgekehrt. Auf geht's. Unser Schlusslicht braucht ein Wunder. Ja, das brauche ich. Der Gumba in Pink, ey. Finde nur mit Hilfe des Flippers den großzügigen Spender heraus. Wer spendet denn was an Donkey Kong? Niemand, bitte. Abian! Bei dir ist doch nichts zu holen! Plan war ich, das ganze Ereignis völlig umsonst. Wem wird Peach was geben? Hast du überhaupt noch eine Münze aktuell? Ich glaube 10. Echt? Oh, wehe, da kommt jetzt ein Tauschscheiß bei raus, ne? Wehe, irgendwie Sterne tauschen oder so ein Kack. Oder ist es nur einseitig? Wem wird Peach was? Nö, ist schon ein Tausch, oder? Ein Tausch ist doch auch möglich. Da gibt's auch Tausch, Münztausch. Oh, Scheiße, was hab ich mir hier eingebrockt? Es kann nur Kacke für mich enden, ne? Also zweimal Tausch und dreimal eine Richtung, oder? Komm. Oh! So viel zum Thema, ich will den Stern klauen. Yes, ich hab wieder Kohle, die ich für das Scheiße. Scheiße! Ab zu Term, würde ich sagen. Oh, vom Regen in die Taufe. Kronau ist super. Ach du Scheiße. Adrian, mach was draus. Ich geh ins Hotel. Himmel und Hölle sind so nah beieinander. Wenn ich wenigstens eine 4 gehabt hätte, dass wenn ich mit Mini-Pilzen nochmal auf dieses Scheißfeld kommen könnte. Oh, Entschuldigung. Oh Mann, ey, ist das kacke. Wie komme ich jetzt an 50 Münzen? Keine Ahnung. Komm aufs Bob-Umfeld und dann Battle Game und dann gewinne ich das. Aus der Pilz da unten. Das weiter da unten, ja. Hm. Scheiße. Tja. Ich würde versuchen, möglichst nah ranzukommen. Im großen Pilz würde ich nah rankommen, aber ich darf nicht über eine 15 kommen. Ach, wie wahrscheinlich ist das? Hm. Letzte Wort. Ja, ich hätte es auch versucht. Auf dem Grabstein. Ach, wie wahrscheinlich ist das? Okay, mit keine 7 oder höher, keine 7 oder höher. Oh, okay. Fuck! Kaboom! Wie, das ist Wurst. Na, na! Oh, ich dachte gerade schon. Oh, yes! Oh, no, Münzen. Ja, jetzt, ne? Warte eine Runde. Die ganze Zeit bist du einstellig mit den Münzen. Und zack, hast du 107. Und kriegt er den Münzstern. Das ist zum Karma, weil er so viel gespendet hat. Ihr wisst, dass ich das alles bei der Suri verprassen werde. Vielleicht nimmt er 5 Nächte auf einmal. Zack. Lass ach, Scheiße. Mann, es sah alles so gut aus. Tja. Ich weine gleich in meinem Bier, Adrian. Super. Jetzt kommt das gleich noch eine Wunderlampe da im Shop. Und dann ist die Sache gegessen. Ist bestimmt nicht drin.
Ja, mach hin, da kommt doch keine Sau mehr hin. Da bin ich schon in den letzten drei Runden. Ja. Zeit aus. So, was du Schönes. Hast du noch gedacht? Lass uns Tauschkarten tauschen. Hab ich's mir noch gedacht. Ja, wie komme ich jetzt in einer Runde an 40 Münzen? Ich könnte Cooper bestechen, dass die ganzen Einnahmen an mich fließen. Oh, schon wieder gegen Kimi. Oh, nee, ey. Komm, gelbes Spiel. Gibt's nicht. Bitte nicht Tor. Der Kraner schuld. Okay. So, Schuldfrage schon mal geklärt. Ja, ich mach mir auch keine Sorgen mehr. Wir verurteilen den Kran zu lebenslänglich. Mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Ein Spieler muss mit einem Kran die anderen drei fahren, nein, während diese versuchen, den Kran auszuweichen. Daisy, A, drücken zum Ausfahren, A, loslassen zum Absenken. Ja. Passiert sonst automatisch. Oh, das kann er nicht. Wir bewegen mit dem Stück. Erwischst du einen Shy Guy, kostet dies Zeit. Das Team sollte sich in der Nähe von Shy Guys aufhalten. Mm, danke für den Tipp, Arschloch. Kimi, du musst auf jeden Fall wiederkommen. Du bereicherst die Runde enorm. Ja. Das war nicht ironisch gemeint. Ah, das freut mich. Hi, Shy Guy. Ich kann mich überhaupt nicht bewegen, kann das sein? Schnell weg da. Komm. Oh Mann, ist das scheiße. Hi, Shy Guy. Was geht? Was machst du ja, so? Hallo, hier bin ich, hier, oh, hier. Nee. Das ist als Kranfahrer auch extrem schwierig, das Spiel. Das glaube ich gern. Oder komm. Aber du hast eine Menge Zeit. Ja, das kann. Ja, aber das ist super schwierig. Ich habe selten erlebt, dass das der Kranfahrer gewonnen hat. Hallo. Tschüss. Schön vorbei, denn. Und tschüss, und tschüss. Oh, so nah dran, das ist ja unfassbar. Ist, alle drei zu kriegen ist so schwierig. Beweg dich für sie. Hallo. Wieso? Wir kommen jetzt gerade. Da staut sich alle auf einem Haufen. Ja, jetzt können wir auch fangen lassen hier. Hallo, da bin ich. Ja, jetzt kann ich egal. Ich kann es. Das klappt eh nicht mehr. Oh, der Kran ist schuld, ich war das nicht. Der Kran ist schuld. Die Bar ist jetzt kaputt. Nee, der Kran hat Schuld, ne? Ja. Was war das jetzt? Der Kran hat Schuld. Okay. War nicht meine Schuld. Demnach hätte ich gerne eine Abfindung. Du kannst mit so viel Geld nicht umgehen. Kannst du mir mal eine Bar-Scheck machen in deiner Runde? Kannst du mir was leihen? 50 reichen mir schon. Die 50 mehr will ich nicht. Erstmal kriege ich was. Wir sind Schwestern. Nee, 30 brauche ich nur. 30 reicht. Sind die verwandt, ja? Nein, ich glaube nicht. Nur für Schläger? Ja. Aber komm schon, gib deine Schlägerin mal was ab. Stimmt, bei Party 2 hast du ja auch noch deinen Ehemann gespielt. Hm. Ich bleib treu. Troy. Alle Troy geblieben. Der ist auf die Kugel vor verballern können, um Münzen zu klauen. Ach. Münzen. Ich muss irgendwie versuchen, noch an 20 Münzen, an 30 Münzen. Danke. Oh. Nun sammel ihn nicht voll und schleif ihn rüber. Junge, Junge. Ich wette, es geht schneller, wenn man einfach selber schwimmt. Mhm. Du möchtest auch ein bisschen shoppen. Du hast sie jetzt ja. Jetzt, wo ich es mir leisten kann, nehme natürlich gleich die. Oh. Ich sag dir, Adrian gewinnt die Kiste ja noch wegen dem Scheiß. Du musst es mir auch mit in den Münzen rachen. Ja, es ist die Liebe zu ihm. Ich wusste es. Das. Dass Liebe alles so macht. Ja. Ruiniert alles. Muss ich unterhalb zahlen, bis ich aus den Ohren blute. Ja, würde ich jetzt sagen. So, klau am besten jetzt Kimi die Tauschkarte und dann versuch's nicht oder nochmal. Ich warne dich. Ah, fuck! Oh. Hey, wieso? Ich wollte ihn füllen. Aber ganz knapp. Ach, die Zauberlampe, ja. Ja. Ja, aber ich musste das Risiko eingehen. Ja, wenn du dir jetzt den Stern wegnimmst, ist das eigentlich besser, als wenn du zum Stern gehst. Ich habe noch keine 50 Münzen. Oh. Deswegen hoffen wir, dass jetzt nur noch auf Pilzfelder kommt. Also ich muss auf Blau landen. Ja, das war's schon. Scheiße. Aber ich musste. Ich habe natürlich überlegt, den Kristall einzusetzen, aber das hätte nichts gebracht. Ich musste das Risiko eingehen. Chance war 2/3, dass er den nicht bekommt. Rauchen. Fragezeichen. Ach Mann. Das ist cool, das Spiel. Mann. Ach, Kacke.
Mario Party ist trotzdem super. Also Mario Party ist Adrian, ja? Findest du drei gleiche Blöcke, lösen sie sich auf. Du kannst doch bei deinen Gegnern rumfuschen. Erzielt als erster 100 Punkte. Oh, das mag ich nicht, wenn man da rumfuschen kann. Blöcke bewegen, A, Uhrzeiger sind drin, B dagegen und X oder Y zum Kippen. Mario Party ist Adrian, denn Adrian ist Mario Party. Oh Gott. Bombs explodieren, wenn sie von Blöcken umgeben sind. Solche Kombos sind viele Punkte wert. Da wäre ich auf jeden Fall nicht Erster. Glaube ich auch nicht. Warum ich die Hälfte der Knöpfe schon wieder vergessen habe. War mal H, B, viele Buchstaben. Jo. Alle Buchstaben. Oh, okay. Verstehe. Nein, Chat. Fuck, warum habe ich die Münzen gegeben? Das war richtig schlecht. Nein! Ach, oh Gott, ich mache hier nur Mist. Danke! Ach nee, wessen Punkte sind das dann? Deine, das du holst, sind deine. Die, auf dessen Feld das weggeht, oder die, Nein, das sind deine. Der das auflöst. Der das auflöst. Na, das ist ja großartig. Da, das war meine Bombe! Peach, du Sau! Tja, jetzt nicht mehr, würde ich sagen. Was ist denn? Meine Bombe. Lass mein Feld hier in Ruhe. Oh shit, ich hab grad hier die Punkte gegeben. Danke sehr. Oh, du hast, fuck. Meine fuck. Das war meine Punkte. Na? Oh, du Sack! Nein! Oh, Penn, Adrian ist echt ein Sack. Ey, ich glaube, ich habe einen Punkt. Was ist das auf einmal für ein Ton? Bis dieses Spiel hier anfängt. Ich wusste nicht, wie hinter Liste hier ist. Fuß steht die ganze Zeit immer fest. 82 rum. Punkte, beschwer dich nicht. Ah, jetzt schon wieder kriegt er die Bombe. Nein, die hast du bekommen. Ich habe keine Punkte bekommen. Guck, das haben wir noch bei 80, du hast bei 82. Das ist schön bei deinem Leben. Ja. Adrian, du bist sogar. Ich war nur kurz. Du weißt, die Bombe war echt bei dir. Ich war nur kurz abseits. Kleiner Ehestreit. Ja, das passiert in den besten Ehen. Oh. Manchmal muss man sich auch richtig fetzen, um sich danach wieder richtig zu vertragen. Gibt es auch irgendwie Spiele, wo ich mal richtig hassen könnt? Nein. Nein. Aber anhand des Verhaltens des Spielers rechts neben mir habe ich auch eher auf Hufi getippt. Den alten Rumpfuscher. Den habe ich auch angefuscht. Da musst du über mich rüber, ne? Ja. Ich habe lange gebraucht, bis ich mal bei den anderen ein bisschen geguckt habe. Ich habe mir wohl irgendwo geguckt, wo jetzt Dinger fast fertig sind oder ob meine da reinpassen. Ich habe bei mir eigentlich gar nichts gelegt. Mann, hättest du nicht ein Feld weiter auf das Bob umkommt und. Ach ne, jetzt. Ich habe den Krimi-Kristall gar nicht mehr. Ich habe schon aufgegeben, ist okay. Warum hast du übrigens nicht die Item-Tausch? Ich hab's einfach über 1 aufgegeben. Vergessen habe. Scheiße, wieso hab ich dich nicht dran erinnert? Ich hab auch nicht dran gedacht. Kacke. Ja, jetzt ist auch egal. Das wird nichts mehr. Ist das letzte oder vorletzte, oder? Vorletzte, glaube ich. So. Komm schon, mein dicker Kumpane, bring mich zum Stern. Ich will dir nicht sagen, aber das war der Fehler des Spiels, die Tauschkarte nicht zu nutzen. Mhm. Weil das war eine zweite Chance, dass du entweder einen Buhu-Kristall oder eine Zauberlampe bekommst. Ich weiß. Oh. Mist, ja. Ich bin auch nicht dran gedacht. Ich hätte dich sofort dran erinnert. Ey, muss ich jetzt ja abstellen. Du deine Stern Frau betrügen würdest so schnell. Alter, du bist Stern weit vor mir. Seitdem wir das erste Spiel da zusammen gewonnen haben, oder das zweite Mal nochmal hier, seitdem ist hier sowieso. Willst du ihn überhaupt haben? Ich glaube ja. Sicher? Ich meine, du könntest das Geld für Hell benutzen. Ich habe 18 Runden darauf gewartet. Und du behältst ihn keine Runde lang. Das ist mein Buhu-Kristall. Ich habe ihn aus der Melone selber rausgenommen. Ist da noch einer auf der Ecke? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Nee. Den kriegt keiner mehr.
Ich dachte auch gerade. Ah, du gehst nach links, ja. Okay. Schau, ich würde es gerne in das Suare lassen. Guck mal jetzt, wo es schon geupgradet ist. Oh, heißer Quellen. Ich glaube, einen obendrauf gibt's noch. Ich darf den Huhn nicht so weit reisen. Richtig. Ich muss Acher nehmen, weil er aktuell die meisten Münzen und davon abgesehen glaube ich, dass er den Stern für Fragezeichen auf jeden Fall den höchsten Münzstand kriegt, wenn die verteilt werden. Ja, doch. Die werden verteilt. Hier ist es noch klassisch. Hier ist noch fix? Ja. Variieren tun sie tatsächlich, glaube ich, erst ab Marokka die 7. Du könntest mir aber die Chance lassen. Ja, ich dachte auch immer ab 6 schon, aber ich glaube erst ab 7. Okay. Nein, irgendjemanden! Wie soll man den jetzt noch einholen? Irgendeiner muss nur auf Mirakel kommen. Leute, die sind so versteckt, die Fälle. Da kommst du nur klein ran, ne? Ja. Und ich bin wieder Vierter. Achso, ich bin mal dran. Amir, Fums. Dann guck ich nochmal kurz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das wäre blau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was habe ich noch übrig? 8, ne? 8. Das wäre auch blau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, das wäre ein Eichel. Wir machen rechts dann. Zum ersten Mal möchte ich auf den Delfin überspringen. Jo, nimm hin. Und unten bitte. Hast du noch eine 2? Ja. Oben ist Bob im Spiel. Ach so, dann habe ich mich verzählt. Scheiße. Komm nach oben. Schon wieder alle gegen Kimi? Was habt ihr alle gegen mich? Tor! Immer mitten in die Fresse rein. Oh, ich kann das, glaube ich. Ist das ganz einfach mit Kleid? Ich wurde noch aus einem mega großen Rock. Hallo, ist doch gerade Frauen-WM, passt doch. Ach nee, wann wird das ausgestrahlt? Zum Zeitpunkt der Aufnahme fing übrigens gerade die Frauen-WM an. Bewegen und Springen hast du. Und wir haben Bewegen und Schießen. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich wurde schon mal ins Tor gestellt und ich weiß nicht warum. Ich habe nur Beschwerden danach. Keine Angst, ich schieße meine Pfosten. Und nicht gleichzeitig schießen, ne? Treffer! Treffer! In die Fresse. Treffer! Hallo! Mein Treffer. Hübsches Gesicht! Und dein Pfosten schon wieder! Treffer! Okay, das wird nichts. Wie Pfosten. Hast du das gemacht? Treffer! Adrian, Fußballgott! Adrian! Oh, oh. Im Tor und am Ball ein Genie. Oh. Hufi, exzellent gemacht. Oh! Kronos war mir ein Fest. Wie süß. Oh, mit mir nicht. Und auch mit dir, Adrian. Ich fand's wunderschön. Ja, dein Mitleid will ich nicht mehr. Benutz noch irgendwas. Ich hab aufgegeben. Lohnt sich jetzt auch nicht mehr. Ja. Oh, nochmal Bowser? Oh! Nochmal Bowser? Schön auf den Arsch fallen. Bowser klaut alle Sterne, bitte, bitte, bitte. Bowser geht das? Klaut alle Sterne? Das wäre witzig. Das ist super geil. Ach, oh, jetzt komme ich nach oben. Oh, vielen Dank, blöder Affe. Sie gerät in Rage. Mademoiselle. Wie heißt er nochmal? Don Bananos? Don Bananos. Wo ist Bananini oder Bananini? Ja, das Minispiel kam nicht. Vielleicht ist es auch in einer anderen Mario-Party, ich weiß Banino nicht. Bananino noch? Don Bananino. Bananino, ich wusste noch nicht. Quasi wie Nino de Angelo. Nino? Am Halbwort heißt er Nino de Angelo. Guck mal, er setzt doch Minipilz ein, damit er aufs Fragezeichen raufkommt. Ja. Bist du blöd? Nein. Die Anzahl der Münzen kann am Ende entscheiden. Für was kostet viel? Ja, wenn du jetzt gleichzeitig. Gleich vier. Nur 0 Sterne, okay, ich hab nichts gesagt. Shit, ich wollte wirklich auf die Soiree nochmal kommen. Ja, jetzt ein Fragezeichen-Punkt bekommen. Ich ja, wusste, stimmt. Du stehst drauf. Du bist wirklich M. Er steht drauf. Er macht immer Urlaub im Tsunami-Gebiet. Oh, der steht schon wieder vorm Stern? Ich darf den Maxi-Pilz nicht nehmen. Komm ich nee, du hast aber nur 10 Münzen. Ach so, hab ich nicht drauf geachtet. Den Maxi wir jetzt nehmen können. Scheiße, falls auch noch ein. Bowser! Sterne kommen mit. Ein Stern, ein Stern, zwei Sterne. Such dir was aus, Bowser. In der letzten Runde ist er doch immer ultra fies, oder? Glaube ich nicht. Nimm so viele Münzen, du möchtest.
brech ihm das Genick. Los, nimm Sterne weg. Was? Ich werf ihn aus dem Spiel. Sauber, sauber. Agro-Kimi am Start. 30 Münzen, bitte nimm hin. Oh, gerne. Mann. Nimm. Das ist ja nur Mini-Pause. Hätte auch 1,5 Sterne nehmen können. Später. Und dann nochmal zum Schluss gegen mich. Ja. Kimi? Nicht Geld. Kanon. Ja, schon wieder. Scheiße! Was ist schon wieder mit den Kanonen? Geil! Oh, ich hab keine Ahnung, wo geht's jetzt rein? Ach, die Scheiße! Dann nimmt ihr meine Y-Taste wieder nicht! Dann wählen wir wohl alle Y! Start! Gott. Du hast mir vorhin einen Knopf gesagt. Ich hab doch am letzten bisschen zu Platz aufgedrückt. Also ohne Witz jetzt. Ja, wie ist das passiert? Ja, da bin ich. 50-50. Immerhin, wir haben uns gleichmäßig verteilt. Das ist schon mal gut gewesen. Das ist schon mal nicht schlecht, ja. Ohne euch abzusprechen. Doch, Adrian und ich haben uns abgesprochen. Mit Blickkontakt. Natürlich. Yeah. Und ich wollte da reingehen. Ja, ohne Scheiß, du wolltest in B gehen. Ich habe das mit deiner Handfläche über die Button gerufen. Ja, das haben wir nur gemacht, um zu täuschen. Wir haben uns vorher die Controller gezeigt und Finger darauf gezeigt, wo wir uns... Ich wollte nie auf eure Controller, weil Beschiss gewinnen ist ätzend. Gut gemacht, hier ist das Endergebnis. Das wird eng. Zuerst jede Mal, hallo, so viele Sterne habt ihr gesammelt. Null! Nun sehen wir, wie viele Münzen wir haben. Scheiße. Von den 94 Münzen sind, glaube ich, 2 deine eigenen. Ich sag nur so, 80 sind von Drohne. Vielleicht sollten wir bei ihm mal in die Tasche schauen. Oh, eine Schildkröte. Ich weiß nicht, wie viel er gesammelt hat. Die meisten Münzen sind Minispiel. Aber das sag ich nicht. Ich bin nicht sicher. So, wenn ich jetzt den Fragezeichen stellen bekomme, dann ist das Ding im Sack. Ich glaube nicht. Ich glaube, du bekommst ihn. Also du kriegst auf jeden Fall den Münzstern. Also ich war ein paar Mal. Münzstern. Vielleicht kriegen wir beide, das wäre geil. Den habe ich auch bekommen. Für dich. Komm. Peach und Donkey Kong bitte. Vielleicht haben wir auch gleich viele Fragezeichenfehler gesammelt. Ich hatte auch alle gleich, ja. Also ich definitiv nicht. Ja. Komm, ich glaube, dass es Gronau ist. Gronau. Oh! Das wird ärgern an deiner Stelle, Gronau. Ich will noch Suri halt so häufig drauf. Ja, stimmt, allein das Ding ja schon. Das hab ich gar nicht einberechnet. Stimmt, die Suri hat nur die Delfine vor. Ich habe auch nur die Delfine im Gefühl gehabt. Ach. Ja, war mein Fest. Dieser scheiß Mirakelfeld, ey. Ja. Aber Glückwunsch. Oh, danke. Glückwunsch. Hm. Glückwunsch. Ich Begeisterung. Ja, das ist auch eine Treppe, ne? Das war vorher bestimmt das Ergebnis. Ja. Falucci, woohoo! Feiert mich, Freunde! Dafür, dass ich keinen Stern eingesammelt habe, Zweiter zu werden, finde ich das Ganze in Ordnung. Das ist hart, ja. Echt frech. Ja, vor allem hattest du 18 Runden lang keine Münzen. Und keine Sterne. Ja, ganz ehrlich, die blöde Schildkröte hat da noch was gedreht. Von denen, ah, das ist meine Freundin, die gäbe ich dir was. Aber ich bin der Partystar. Kein Superstar, aber ist. Also, der Superheld war ein bisschen cooler, um ehrlich zu sein. Ja? Ich bin wieder der Party. Mit Bowser, mit Schwerter. Wenn ich mal groß bin, will ich ein Held sein. Mit meinem eigenen Geldschein. So, die Results. Einzelergebnisse bitte. Da sind die Sterne, die Münzen ist auch da. So Münzen gesammelt in Minispielen. Schakalaka. Echt? Schakalaka. Hast du ein Kampfspiel oder sowas gewonnen? Woran lag das? Nö, der Typ hat nur das Glücksspiel, das habe ich verloren. Okay. Meisten Münzen besessen, ja. Hallo, blaue Felder, Kimi auch nicht ausgerastet drauf. Nur ein einziges Mal noch rotes, wieder so wenig. Ich habe mit Kimi zusammen im Boot 19 Münzen gesammelt. Das siebenmal Fragezeichen mit 40. Wow. Einmal das Ding, ja. Da haben wir unsere Dings. Und hier, Bowser hat Donkey Kong komplett vermieden. Und dafür hast du die Bombe mitgenommen. Hm. Und Itemfelder, Donkey Kong. Was ist das hier? Ach so, Warpfelder. Zweimal ich, aber eine 40. Also ich hätte es gern gewusst, wie viel Geld ich in der Suri gelassen habe. Ja.
Wäre auch mal interessant gewesen, aber. Kannst du dir ausrechnen, wenn ich das Let's Play freischalte? Dann guckst du die Folgen an und ziehst das zusammen. Ich sag bis neulich. Tschüss.